So, heute geht es mal um Jodonella floridate. Deutsch heißt der Florida-Kerbfling. Wie ich finde, fürchterlicher Name, weil das so irgendwie immer auf einen ganz anderen Fisch schließen lässt. Die Amerikaner sagen einfach American Stripefish und finde ich viel besser. Ja, ist ein Kili, aber verhält sich irgendwie gar nicht wie ein Kili, er verhält sich eher wie ein kleiner Barsch. Und dieses Jahr soll er hier mal in dieses 252 Liter Becken einziehen. Das ist mit allem Möglichen bepflanzt. Sind Seerosen drin, ist Froschlöffelge drin. Hier hat es ein Hornkraut. Also es ist drüben ist noch ein Laichkraut. Also alles Mögliche da drin. Und die Tiere, die hätten schon lange rausgekonnt. Die habe ich jetzt seit 3 Jahren. Haben nicht die beste Farbe, waren halt drin. Das wird sich im Sommer hier draußen ganz schnell ändern. Hier ist das Weibchen. Ja, 3 Jahre habe ich die schon. Im ersten Jahr habe ich alles Mögliche versucht, alles Mögliche gelesen, habe es ganz kompliziert gemacht, habe sie im 60-Liter-Becken draußen gehalten. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe halt gemerkt, dass die Tiere, zumindest die Männchen, untereinander furchtbar aggressiv werden können, ähnlich wie Barsche. Und hatte gar kein Glück im ersten Jahr. Im zweiten Jahr habe ich es wieder so probiert, weil ich da so viel gelesen hatte und dachte, ich mache das richtig. Habe sogar eine Schale reingestellt mit Sand, wo er dann ein Nest anlegen sollte. Alles Blödsinn. Und immer wieder haben mir Leute erzählt, ja, ist ja ganz einfach mit denen und ich hatte kein Glück. Und dann hatte ich irgendwie ziemlich frustriert sie am Ende des Jahres in eine 90-Liter-Wanne gesetzt, ganz normal eingerichtet, so wie meine 90-Liter-Wannen hier so sind, also eine Mörtelwanne. Und siehe da, nach kurzer Zeit hatte ich Jungen. Die Jungen, die habe ich dann über den Winter ein bisschen aufgezogen, habe sie jetzt in das Becken, also in den IPC-Container mit Sumpfteil gesetzt. Das Video hänge ich euch unten in den Kommentaren an, könnt ihr euch angucken, da sind die schon im Monat. Ja, und jetzt sollen halt die Eltern nach draußen kommen. Und was mir in der Mörtelwanne nicht gefallen hat, ich habe halt das ganze Jahr das wunderschöne Männchen nicht gesehen. Jetzt hat es noch keine Farbe, aber das kommt sehr schnell. Und hier im Aquarium hoffe ich, dass ich es halt dann schon mal zu Gesicht bekomme und vielleicht auch mal ein paar schöne Videos oder ein paar schöne Fotos machen kann. Und ist natürlich viel größer als so eine 90 Liter Mörtelwanne. Es kommen nur 2 Fische rein und ich hoffe, dass es dazu führt, dass ich hier dann wieder einige Junge habe. Gut, ne, so man sieht hier, es hat jede Menge Leben hier drin, Wasserflöhe ohne Ende. Mal gucken, ob ich das hier, ich sehe es halt mit der Kamera so hinkriege. Na, vielleicht lieber so unter Wasser. Ja. Die werden sich hier schön satt fressen können und ja, ich hoffe, dass er halt viele Junge macht. Gut, schreiten wir mal zur Tat. Genau. Ist eigentlich ein ganz handelbarer Fisch. Ich habe hier vorher einen Wasserausgleich gemacht. Also das Wasser ist ziemlich angeglichen. Und schwimmen sie da, wo sie hingehören. Jetzt verstecken sich natürlich erstmal wieder. Schauen wir mal. Ich mache hier sicherlich ein Update. Freue mich schon drauf. Ich finde, das Becken hier, das hat sich schön entwickelt in den letzten Tagen. Ja, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal. Und ja, unten hänge ich euch nochmal das Video an, wo ich die Jungen in den IPC-Container gesetzt habe. Na, das. Das Weibchen. Das könnte ich noch mal schnell versuchen reinzuholen. Naja, Fische noch mal einsetzen. Die brauchen jetzt erstmal einen Moment. Werden aber relativ schnell mitkriegen, dass da Futter drin ist und sich dann schnell wohlfühlen. Ja. Ist schon gar nicht mehr so verstört. Ach, die Farbe, ja. Also ich hoffe, ich kann euch dann in ein paar Tagen einen Menschen in voller Farbe präsentieren. Okay, so viel von mir. Danke fürs Zuhören.